Das ist natürlich total falsch. So. Hier kann ich mit Cobblestone. Das ist ja egal. Hier kommt ja eben wieder Cleanstone rein. Wobei das überhaupt eigentlich überhaupt nicht Cleanstone heißt. Ich hieß es mal so. Ich weiß es nicht. Damals war ich noch nicht bei der bei Minecraft dabei. Da, wo noch keine Namen da standen, habe ich noch nicht ins Minecraft-Wiki geschaut. Ich glaube, ich passe lieber mal auf. Vielleicht ist hier unter eine Höhle. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Das ist ja immer so eine Sache. Wenn man da ganz übereifrig irgendwas baut und dann rennt man schnurstracks in ein Loch rein, das sich gerade auftut. Und ja, das kann schon mal sehr schmerzhaft, vielleicht sogar tödlich sein. Ja. Ich hätte was zu essen mitnehmen sollen. Okay. Geht auch so. Hab mir auch schon mal gedacht, ein Rollercoaster Tycoon 3 Let's Play, also auch so ein Endlos-Teil natürlich, wie Minecraft, dass man da einfach sich einen Park baut, so, und dann irgendwie hier, ja, mal eine Achterbahn und gucken, wie man da so weiterkommt, nur ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, ob das interessant ist, also... Und dann natürlich müsste man am besten ein eigenes Szenario erstellen, weil das Blöde an Rollercoaster Tycoon 3 ist ja, dass man, man kann zwar ohne Geschichte, beziehungsweise ohne diesen Karrieremodus da spielen, aber, hat man halt entweder unendlich Geld, oder man muss sich halt eine eigene Karte wirklich bauen und alles, und das ist halt sehr, aufwendig, sag ich mal. Ne? Das ist... so. Und das kann schon manchmal extrem scheiße sein, wenn man da... Ups, ja. Weil normalerweise hat man da eine komplett flache Karte, aber man möchte vielleicht auch ein paar Sachen drin haben. Bäume. Gut, die Bäume könnte man ja selber pflanzen. Berge sind schon ein bisschen schwieriger zu gestalten, so dass sie ins Szenario passen oder so. Flüsse oder Seen. Und das ist halt extrem, ja, weiß ich nicht, dann müsste man erstmal was vorbereiten. Aber eben, würde ich auch tun, aber ich weiß halt nicht, ob das ankommen würde. Und noch ein Projekt jetzt gerade, das würde ich vielleicht irgendwann machen, wenn ich mal nicht so Bock auf Minecraft habe oder so. Und mir denke, hey, nee, Projekt wäre ganz geil, so wieder so ein Endless-Projekt. Aber Minecraft nicht so, und dann könnte man das ja machen. Aber... Ups. Naja, gut. Ich möchte mal kurz hier unten ran. So. Dann so und so und so. Wobei ich nicht weiß, ob das was bringt. Dann mache ich lieber so. Ja. Better Grass ist auch wieder drin, dran, drum. Huch. Und das kann ich eigentlich schon wegbauen, wegmachen und da Stein hinmachen. Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sicher bin. Hu, ha, hi, huiuh. Gut. Und hier oben bin ich hier sicher. Ah, es ist schon wieder Tag oder was geht ab? Ah, es regnet. Kann ich schlafen? Nein. Okay. So. Hühnerfarm bauen, das mache ich schon gerade. Blödes Schild, ey. Nee, ich wollte was essen. Ich glaube, ich mache das so wie... Wie heißt er noch? Debitor. Dass ich da ein... Und jetzt, was ist denn mal gut? Ein Hühnchen. Hühnchen ist gut und das nervt ein bisschen. So. Weil ich ja eh bald mehr als genug Hühnchen haben
werde oder so. Ja. Kann ich auch mal ein paar Hühnchen verdrücken. Was ich ein bisschen blöde finde, es gibt ja neue neue Items und alles mögliche. Hier oben muss ich mal ein bisschen weggraben. Ach. Aber diese eine neue, wie heißt sie, die Lampe da, die Schlampe, Lampe, ja. Die Redstone-Lampe, dass man die mal wieder nur mit Glowstone bauen kann. Finde ich wieder mal ein bisschen blöd. Weil, ja, es ist halt so... Hey, letztes Mal war ich viel, habe ich es viel anders gemacht. War das irgendwie anders? Ja, bescheuert. Sehr suspekt. Ich hatte das eigentlich letztes Mal so, dass das hier kam nicht durch. Ich habe mich da total verrechnet anscheinend. Ich kann ja auch hier dann einfach nur die Decke ein bisschen flacher machen. Ich nehme mal eben den Stein mit. Meine den Stein, genau. Ach Mann. Lern mal reden. Okay, dann mache ich das so, dass ich hier die nicht mit grabbel. Aber nur vielleicht, dass das ein bisschen cooler aussieht. Dann kann man hier nämlich Fackeln dran kleben. Und dann so. Und obendrauf wäre ganz sinnvoll, eine Fackel zu machen. Drauf zu machen. Und hier mache ich dann eben mit diesem Stein hier und nicht mit dem hier, mit dem Cobblestone oder Pflasterstein. Oder Moment, ich mache das anders. Zack, zack. Also so wird das gemacht, aber ich meine, hier oben mache ich das zu. Dann, dass hier auch wirklich nichts drauf spawnt. Das ist ein bisschen blöd, dann spawnt da irgendwie so ein blöder Zombie und fängt da an rumzuröcheln so. So, und das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Gut, und hier wollen wir dann mal eben... Leider habe ich hier ein bisschen verplant. So, mit denen bin ich mal ein bisschen vorsichtiger, weil ich habe keinen Bock noch mehr zu brennen oder brennen zu müssen. Ich muss wahrscheinlich eh sowieso noch mehr machen, weil ich halt diese ganze Wand hier verkackt habe. So. Ah, hier kann ich rauf. Das ist gut. Da und... da. Und dann hier hinten, da und da. Gut, die ganze Decke muss natürlich auch noch, wobei die obersten hätte ich gar nicht gebraucht, weil ich mache eh hier die Decke. Eigentlich wollte ich halt diese Höhe machen. Wohl. Ich kann auch die Dreckdecke. Ich glaube, ich lasse die Dreckdecke. Mach dann hier noch ein bisschen Dreck rein. Ne, letztes Mal hatte ich auch gar nicht so eine hohe Decke. Da ist schon alles irgendwie... ja, einigermaßen richtig. Hier ist ein bisschen komisch. Der Gang ist dahinter. So, aber die Wand muss ich natürlich noch aus Stein machen. Weil das ist falsch. Das sieht kacke aus. So. Hier kommt dann lieber ein bisschen Stein hin. Und zwar dieser schöne... Natürlich wollen wir keine Löcher an der Wand haben. Oder hinter der Wand. Vor allem, weil das, na gut, wird in eh später weggemacht. Also spätestens, wenn ich dahinter noch ein paar, also in die Richtung möchte ich ja noch ein paar Ställe zum Beispiel, ne? Dass ich da irgendwie irgendein, weiß ich nicht was, eine Schafs Farm oder eine Kuhfarm und so. D
Das sind so noch meine Pläne. Und dann vielleicht da auf die Seite oder wahrscheinlich dann eher auf die Seite, weil da ist sinnvoller. Weil da müsste ich dann wieder alles ab, das ganze Wasser da abdingsen. Wobei, dann könnte ich in die Decke Löcher machen, dass das Wasser von oben und dann gibt es da so eine schöne Bewässerung. Aber boah, Himmel. Ja, ich hänge hier mal ein paar Fackeln auf und stelle so ein paar auf den Boden. So, und dann... Huch, da war dir noch gar nichts. Aber okay. Ach man. So. Schön Zelda-Musik im Hintergrund. Okay.